Hallo, liebe Leute, ich packe das Handy mal hinter dich. Und willkommen zu einer weiteren Runde Who Am I? Of your business. Mit Immer. Immer. Wir haben mal wieder uns jemanden überlegt, das ist vollkommen korrekt. Werbung. Oh Mann, schmeckt das gut, das hat es. Wer bin ich? Gleiche Regeln wie beim letzten Mal, gleiches Prinzip und alles wie beim letzten Mal. Ich schnipse jetzt gleich, dann wird angezeigt, wer wir sind und beim nächsten Schnipser wird es wieder ausgeblendet. Also für die, die mitraten wollen, einmal weggucken. Sorry für die Fehler beim letzten Mal, wir versuchen das diesmal natürlich nicht zu machen. Also, Namen erscheinen in 3, 2, 1 und sollten jetzt wieder weg sein. Ich mache mir wieder Notizen, er ist tryharder und will es nicht, ja, ist mir Wurst. Er ist tryhard und schreibt sich das auf. Ja, bitch, fuck you, MFM. Heute beginnst du, weil ich in der letzten Folge begonnen habe. Okay. Gut, meine erste Frage ist, wer bin ich? Ja. Ja. Cool. Nein, bin ich fiktiv? Nein. Okay. Bin ich fiktiv? Ja. Mal wieder. Vielleicht, ich weiß es nicht. Nein, okay. Fiktiv? Fiktiv. Okay. Bin ich männlich? Ja. Warum chillt sich mein Handy jetzt? Warum chillt sich mein Handy bitte jetzt mal kurz einfach nicht die Base ab? Chillt da. Ich bin fiktiv und klar männlich. Ich bin demnach also mal wieder zu Unterhaltungszwecken erschaffen worden. Das ist eine Aussage oder eine Frage? Das ist eine Frage. Ja. Und zwar dabei irgendwas eigentlich Fiktives nicht zu Unterhaltungszwecken erschaffen? Wahrscheinlich kaum. Und dabei hauptsächlich natürlich wieder im Bewegtbild. So, das bedeutet theoretisch, dass man mich auf jeden Fall durchaus in Videospielen sieht. Und da bin ich sogar in mehr als einem Spiel vertreten. Teile meinst du? Nein, einem Videospiel. Ich bin mehr als in einem Videospiel vertreten. Ja. Okay. So, ich bin, da werde ich jetzt wahrscheinlich mein Nein kassieren, aber ich riskiere es trotzdem, ich bin sogar spielbar? Ja. Oh. Und ich komme natürlich auch hauptsächlich aus den Videospielen, wenn wir schon mal abweisen. Ja. Bin dadurch also auch bekannt geworden. Ja. Okay. Bin ich mir sicher. Ja. Gut. Allerdings findet man nicht auch in anderen Medien als Videospielen? Nee. Okay. Ich denke nicht. Und wenn ja, dann würde es mich super wundern. Ja. Yep. Alles klar. Gut, dann. Idiot. Ich bin real. Korrekt. Ich bin weiblich. Nein. Bitch, bist du nicht. Okay. Bitch, bist du nicht. Ja. Ja. Ach, mir ist gerade noch ein Ort eingefallen, den ich dir noch zeigen muss. Okay. Also ich komme vermutlich ausschließlich aus Videospielen. Also wäre dir nicht bekannt, wenn ich noch irgendwo anders vorkomme. Wenn du irgendwo anders bekannt wärst, dann ist komplett Bescheid. Ja, ich bin spielbar, bin allerdings nur einer von mehreren spielbaren Charakteren. In diesem Spiel. Oder in diesem Spiel. Da, wo man mich spielen kann, kann man auch andere spielen, quasi. Ja. Ja, doch. Okay. Man würde mich trotzdem als eine sehr wichtige, beziehungsweise eine Hauptfigur nennen. Es gibt Spiele in dem Franchise, kann ich noch nicht sagen. Okay.
Das Franchise hat mehr als einen Teil. Ja, das Franchise in dem Fall hat mehr als einen Teil. Das Franchise ist nicht exklusiv für eine bestimmte... Das Videospiel oder das Franchise ist auf mehreren Plattformen vertreten. Also nein. Nein. Also es ist nicht auf mehreren Plattformen vertreten. Cool. Ich möchte nur darauf hinweisen, zum Beispiel Uncharted wäre auf mehreren Plattformen vertreten. PS3 und PS4 sind zwei verschiedene Plattformen. Ja? Ja, sicher? Ja, also nicht sicher. Dann Plattform? Ja. Also dann... Dann ja, mehrere. Dann ja, mehrere Plattformen. Ich dachte, du meinst so jetzt so Sony-Konsole, Microsoft-Konsole, PC, Nintendo, sowas meinst du, dachte ich jetzt. Nee. Gut. Das heißt, nicht alle Teile meines Franchises sind auf... Also die Franchises, die Teile meines Franchises sind also auf mehrere Konsolen der gleichen Firma herausgekommen. Also auf mehreren verschiedenen Konsolen der gleichen Firma. Ja, ja. Ich bin PS-exklusiv. Ja. Wenn es nicht so ist, dann keine Ahnung. Also wirklich. Das wäre echt ein Wunder. Also bin ich wirklich aus Uncharted? Was? Nein. Du bist nicht aus Uncharted. Bei PS-exklusiv gibt es gar nicht so viel. So mega viel, meine ich. Zum Beispiel Final Fantasy ist nicht PS-exklusiv. Das stimmt. Ja, ich bin männlich. Ich bin real. Korrekt. Bin ich eine bekannte Person? Eine bekannte Persönlichkeit? Ich würde dazu tendieren, ja zu sagen. Ja. Ja. Okay. Durchaus. Bin ich bekannt durch Film und Fernsehen? Nein. Okay. Ich sag mal, es gibt, ja, das muss ich nur, also nein, aber es gibt bestimmt Menschen, die dich daher, also na, nee, das weiten wir so nicht aus. Also nein. Okay, nein. Okay. Ich bin aus einem PS-exklusiven Franchise. Das bedeutet, was gibt's denn? Also Horizon hat keine mehreren Teile. Uncharted ist es nicht. Last of Us. Nur mal so reine Verständnisfrage. Würdest du schon sagen, dass Last of Us mehrere Teile hat, wenn der zweite nächstes oder übernächstes Jahr erst rauskommt? Nein. Okay. Ist nicht raus und ist momentan einziger Teil. Da je. Aber es gibt auch ein Remaster sozusagen, ne? Neu aufgelegt. Ja, aber das ist ja quasi das gleiche Spiel. Aber ja, ich verstehe. Gibt aber dann auf verschiedenen Plattformen. Genau, ist auf verschiedenen Plattformen. Also, das ist so, aber ich habe vorhin gefragt, ob es mehrere Teile des Franchises gibt und das wäre. Ja. Okay, mehrere und Teile des. Ja, genau. Das Franchise, ja. Ich hack das Wort nicht. Es sind auch andere spielbar, stimmt, da hätte ich Uncharted gar nicht fragen können. Ich glaube, da kann man nur Drake spielen. Gut, nein, im Multiplayer kann man alle möglichen Leute spielen. Genau, Multiplayer. Mein Franchise ist Singleplayer only. Boah. Das ist risky, wenn du ein ganzes Franchise in Singleplayer packst. Risky Frage. Ja, aber ich frag trotzdem. Boah. Singleplayer im Sinne von, du kannst es nur alleine spielen, ne? Genau. Nein. Das heißt Koop nicht und Multiplayer nicht. Und nein, in einem Omo nein. Das ist nicht Singleplayer only. Ja. So richtig. Gut, dann bist du dran. Gut. Rühmt nicht durch. Ist meine Persönlichkeit berühmt durchs Internet geworden? Nein. Also Internet? Nein. Okay, das ist krass. Dann sind es sogar tatsächlich altmodische Medien. Okay. Zeitung. Soll ich mal eben das große Licht anmachen oder denkst du, das reicht, wenn du da mal reinguckst? Ich glaube, das reicht. Okay. Ich sieht man vielleicht im Dunkeln nicht so sehr, weil ich warum? Es gibt einzelne Teile in meinem Franchise, die keine Mehrspielerelemente enthalten. Ja. Gibt es.
Okay. Jetzt muss ich aber nochmal überlegen. PlayStation-Exklusive. Okay. Einen Teil... Ich bin das Kingdom Hearts. Ich bin das Kingdom Hearts. Nein, Kingdom Hearts gibt es die Miagra. GBA und Migra Arena. Die ja, kann man zusammen spielen. Mirage, genau. Ja, Mirage, du hast doch gesagt, es gibt Teile mit Mirage. Ah, stimmt, okay, alles klar. Aber 3DS und NDS habe ich vergessen. Und nee, PSP ist. DS, NDS, PSP ist wieder die gleiche Konsole. Ja, genau, aber 3DS und NDS. Genau. Stimmt nicht, habe ich. Sorry. 358 and a Half Days und Birth by Sleep. Ja. Nee, Doom Drop Distance. Ja, klar, genau. Wo war denn Chain of Memories ursprünglich drauf? GBA, stimmt. Das ja? Ja. Das war ein GBA-Spiel? Ja. Okay. Das wusste ich jetzt echt nicht. Ist aber so. Würde ich gerne mal wissen, wie das aussieht auf der GBA. Haben wir noch nie bisher gesehen. Nur auf PlayStation 3. War das erste Let's Play, das ich jemals abgebrochen habe. Okay, weiter geht's dann. Super. Kennt man mich aus... Boah. Also nicht aus dem Fernsehen, nicht aus dem Internet. Bin eine berühmte Persönlichkeit. Mhm. Fernsehen, Film sind auch Serien mit inbegriffen, Filme inbegriffen, Nachrichten inbegriffen. Boah, wie kennt man denn, der real ist, der relativ berühmt ist und der weder im Internet noch im Film und Fernsehen. Das ist echt tricky, du. Ja, ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass du dahinter sogar was ankreidest, aber ich bin mir sehr sicher bei meiner Wahl der Antwort. Okay, ja, mal schauen. Besonders, wenn du so fragst, wie du fragst, ja. Ich achte genau darauf, wie du fragst. Fernsehen, weißt du, was selber mit Fernsehen. Schon klar. Ne? Alles, was darauf abgespielt wird, was nicht durch ein externes Gerät. Genau, Fernsehen, durchs Internet ist er auch nicht bekannt. Ja. Ja, da bin ich mir sicher. Du hast ja auch gesagt, man hat ihn vielleicht sogar schon mal da oder da gesehen, aber... Hast ja ein bisschen so... Ja, genau. Alter, Handy, was... Also ich meine jetzt nicht bekannt geworden, ne? Ich meine jetzt tatsächlich, ne? Man sieht ihn da so... Ja, also okay. Ich würde es... Nee. Also ich, okay, ich sage so viel, man... Weil du hattest vorhin durchs Internet bekannt. Nee, da hast du, bei Internet hast du gefragt, bekannt geworden. Wie auch immer. Jedenfalls, im Internet findet man über jeden was. Ja, das dachte ich mir, ja. Das heißt, du findest definitiv im Internet was über diese Person. Ich bin ziemlich doof. Ich könnte jetzt mal fragen, zum Beispiel, lebt diese Person? Nein, Moment. Ist diese Person bereits tot? Ja. So, wenn ich das andersrum gefragt hätte, hätte ich jetzt Nein kassiert. Genau. So, lebt diese Person zwischen 1900 und 2000? Nein. Okay. Oh, Geschichte. Ja, ich muss jetzt wirklich heftig überlegen, was zum Teufel gibt es denn noch für PlayStation-Exklusiv-Franchises? PlayStation-Exklusiv-Franchises? Silent Hill ist, glaube ich, ein Teil auf PC rausgekommen. Ich habe keine Ahnung. Und hatte auch keine Multiplayer-Elemente. Silent Hill habe ich... Keine Ahnung, kann sein, weiß nicht. Resident Evil. Ah! Hä? What? Bin ich aus. Gibt es mindestens einen Teil meines Franchises auf der PS1? Ja. Das heißt wahrscheinlich, dass ich entweder Spyro oder Crash bin. Das ist jetzt so meine Vermutung. Oder Jack. Nee, Jack war PS, PS2. Auf mehreren Plattformen danach. Okay, gibt es... Ist... Ah... Standpunkt, wir stellen uns jetzt vor, Standpunkt Ende dieses Jahres, Ende 2017. Von dem Zeitpunkt aus frage ich jetzt, gibt es einen Teil meines Franchises auf der PS4? Denke schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich denke schon, wenn Ende 2017 ist, ja, ich
weiß es aber nicht genau. Ich bin als Crash. Ja. Gut, weil da kommt ja im Juni jetzt sogar so die HD-Trilogie raus. Die ich mir holen werde. Jeden Fall hole ich mir. Ja, okay, dann bin ich Crash. Du bist Crash Bandicoot. Ja. Okay, klar, richtig. So, nicht, dass du jetzt sagst, von wegen mehrere spielbare Charaktere. In der Card. Es gibt genau das Kartenspiel, ja. Aber selbst wenn man das als Spin-off sagt und so, nee, ja, man kann in Crash Bandicoot 3 kann man als die Schwester spielen. Okay. Aber ja, akzeptiere ich vollkommen. Das mit der Schwester hätte ich nicht gewusst, aber ja? Ich habe an das Kartenspiel gedacht, deswegen. Ja, mit der Schwester konnte man dann diese Fahr- und Reitmissionen machen und so. Ja. Gut, da bin ich jetzt dran. Müsst wissen, ich kann Zeiten und Personen, keine Ahnung. Ja. Ich kann mir Daten überhaupt nicht merken, deswegen werden mir die Daten auch nichts bringen. Doch, aber ja. Von 1900 bis 2000 war ich nicht am Leben. Korrekt. War ich davor am Leben? Ja. So, okay. Moment, bin ich ein Franzose? Nein. Oder war ich ein Franzose? Nee, kannst du bin. Witz an Napoleon. Ich kenne diese Person. Mhm. Bist du dir da sicher? Ja. Aber kannst du mit der Herkunft anfangen? Das ist schon mal ein guter. Bitte? Kannst du mit deiner Herkunft bzw. Bin ich ein Deutscher? Nein. Ami? Nein. Bin ich Italiener? Nein. Russe? Nein. Was? Nichts. Nur mal ganz kurz rein Definition. Beispielsweise, es gibt jetzt natürlich schon einen Tipp, aber angenommen, ich bin in der Ukraine geboren und wohne in Russland zu meinem Todeszeitpunkt. Bin ich dann Russe oder bin ich Ukrainer? Dann bin ich Ukrainer, oder? Wenn du in Ukraine geboren, für mich ist das Geburtsland, boah, das ist jetzt echt kacke. Sagen wir, das Geburtsland sagt aus, wo ich, was ich bin. Okay. Okay. Dann weißt du was, dann frage ich einfach immer so. Habe ich in Russland gelebt? Nein. In Amerika? Nein. Irgendwo in Europa? Ja. Irgendwo in Europa, okay. In England? Nein. In dieser Hälfte der Türkei? Nein. Schweden, Schweiz, nein. Österreich? Nein. Zum Beispiel, also nur mal so, der hat zwar zwischen 1900 und 2000 gelebt, aber ich hätte jetzt, bin ich Deutscher, hätte ich bei Adolf Hitler nein gesagt. Als Österreicher. Ja, ist richtig. Deswegen. Geliebt, deswegen habe ich jetzt geliebt. Ja, genau, ist richtig. Also, ist vollkommen richtig. Du hast ja nicht gesagt, dass 1900 und 2000, da hat er jetzt nicht gelebt. Nicht in Italien hat er auch nicht gelebt. Doch, ja. In Italien hat er gelebt? Ja. Kenne ich nur einen einzigen eigentlich, der ist Julius Caesar. Nein. Schon mal Rom. Ja, und außerdem, dann wärst du auch Italiener. Hä, aber ich hab doch gerade Italien gesagt, du hast ja gesagt. Ja, du hast gefragt, ach so, lebe ich in Italien. Zwischen 19 und 2000? Bei Italiener habe ich vorhin nein gesagt. Stimmt. Das ist ja Italien-Nacht. Das ist Da Vinci. Nee, der war auch Italiener, ne? Oder? Ja, Person. Der ich glaube, der war auch Italiener. Wie kenne ich denn noch Italien? What? Warte, kenne ich ihn auch aus dem Videospiel? Ja. Aus Assassin's Creed? Ja. Oh, ist das der Vater von... Der hat doch auch gelebt, oder? Der Vater von Ezio? Giovanni. Nein, da bist du nicht. Hm. Vielleicht. Ich werde den Namen immer vergessen. Ich finde den Namen schrecklich. Ja, Giovanni. Ich finde den Namen schrecklich, tut mir leid. Bin ich einer von den Romulus? Wer waren die nochmal? Das waren die Typen mit den Wolfsanzügen und den Wolfsrüstungen. Bin ich von den Borgias? Ja. Das sind Spanier, deswegen. Ja, das weiß ich. Nee, warte.
ist es gut, in einem Vlog irgendwas zu spoilern über ein Videospiel. Oder, ne, ist ja kein Vlog, sondern ein Spiel, trotz alledem. Natürlich muss man trotzdem sagen, schauen auf eigene Gefahr wäre sowas, wenn es einem hilft. Ja, aber Namen hilft gar keinem. Also nee, Name nee. Hilft gar keinem. Nee. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowas fragen würdest, was weiß ich, Achtung, Spoiler, wenn du jetzt zum Beispiel Aerith wärst, würdest du sagen, sterbe ich in meinem Videospiel? Ja, oh. Dann deswegen schauen auf eigene Gefahr. Okay, tatsächlich, dann aufpassen. Ne? Habt ihr 3 Sekunden Zeit? So, sterbe ich in Assassin's Creed Brotherhood? Fuck. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, ja. Aber keine hundertprozentige Garantie. Bin ich der Kopf von den Borgias? Das heißt, bin ich dieser... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Du meinst wahrscheinlich entweder Cesare oder Rodrigo? Cesare. Bin ich Cesare? Dann bin ich Rodriguez. Ja, Rodrigo. Rodriguez ist Rodrigo Borgia. Ja. Ja. Genau, der bist du. Nice. Von 1453 also, bis 1502 oder so gelebt. Das finde ich richtig genial, weil er kann sich sicher sein, dass ich diese Person kenne, ja. Weil ich das Spiel gespielt habe. Aber das Lustige ist, ich habe über die Person nie gehört. Nie. Alexander der VI. Kaiser. Und 3 seiner 4 Kinder wurden dann ebenfalls zu Herzögen. Herzogin und dann Giuseppe oder so ähnlich, der will gar nichts, das ist aber blöd. Nicht schlecht. Bei mir ist das immer so, ich mache gerne Hauptcharaktere von Spielen. Ja, aber das ist so einfach. Ja, das, aber da kommt man so einfach genau, drauf. Genau. Deswegen. Aber zum Beispiel hättest du gewusst, wie die Schwester heißt von dem Crash? Crash kenne ich nicht. Ich kenne mich mit Crash nur aus. Ich hätte bei Crash, also ich weiß, wie dieser komische Doktor aussieht, aber hätte auch da nicht mal den Namen. Ja, N-Cortex hätte mir gereicht. Neocortex heißt er, glaube ich. Ja. Cortex, ja, okay, aber da... Ich kenne aber auch nur 3 Namen. Ich kenne Neocortex, ich kenne auch Engine. Coco Bandicoot heißt die Sojas Schwester und Crash Bandicoot halt selbst. Ja, und Aku heißt der die Maske. So ja, das genau. Hätte ich gewusst, ja. Und ja. Dann gab es noch irgendwie diese... Irgendwie Uka Uka war genau. Dann die andere Maske, die böse Maske. Ja. Jetzt das Problem. Ganz kurze Frage. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt auf mehreren Plattformen. Ja. Und nur bei Sony. Gibt es irgendein Spiel von Crash, was nicht auf bei Sony ist? Ich bin zum Beispiel nicht Crash sicher, on Titans? Ich bin mir nicht... Gab es das nicht sogar für die Wii? Ich bin mir nicht sicher, aber weiß halt kein Mensch. Ja. Und das weiß ich auch nicht, aber ich meine, dass es was für den GBA gab von Crash. Aber grundsätzlich ist Crash ein GBA, Sony-exklusives Spiel. Ja, deswegen... Aber ich gucke mal ganz kurz nach. Ich meine, Crash Attack on Titans... Oder Attack of Titans, irgendwie sowas, gab es nämlich auch für die Wii. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht habe ich. Denke das auch, aber mal kurz gucken. Also ist auf jeden Fall bekannt. Auf jeden Fall bekannt durch. Ja, den gab es auf der Sony. Xbox und auf der Wii, ja. Und einen Teil gab es auf GBA und Nintendo DS. Ja? Ja, aber trotzdem, ich hätte Crash auch Sony exklusiv gesagt. Also ich hätte auch Sony exklusiv gesagt, also ganz ehrlich. Hätte jetzt nicht gewusst. Ich wüsste auch nicht, wenn du jetzt gefragt hättest, ob er außerhalb seines Franchises noch vorkommt. Ich wusste es gab ein Crossover mit Spyro für den DS. Spyro Crossover. Ja. Da gab es wie Pokémon so 2 Editionen, einmal die Spyro Edition und die Crash Edition. Für den DS waren die Teile, glaube ich, oder GBA. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört. Muss ich mich immer informieren, weil das war zufälligerweise durch den Rikifiki. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. War mal wieder eine nette Runde. Besser als beim letzten Mal. Also länger als beim letzten Mal, meine ich. Und mit besser wollte ich gerade eigentlich sagen, halt keine Fehler. Oh, länger als beim letzten Mal? Mal? Weniger lang, meine ich, sorry. Ja. Beim letzten Mal war länger, 37 Minuten. Oder? Auf jeden Fall. Gut, also ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war so mal wieder eine Folge. Who am I? None of your business. Vielleicht verstehen manche den Insider. Du kannst sehr gern deine Hand aufs Feuer legen.